Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Eckmeier, der Rock'n'Roll-Veganer aus Leer, Ostfriesland. Und das hier ist unser veganes Baby Lotta Fee. Und Lotta Fee war die, beziehungsweise Melanie hat sich die ganze Schwangerschaft vegan ernährt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare, ob euch das überhaupt interessiert. Heute machen wir zusammen Seidentofu. Musa-Schokolade aus Seidentofu. Habe ich euch versprochen, gibt's heute. Dazu braucht ihr 400 Gramm Seidentofu, das Mark einer halben Vanilleschote, 4 Esslöffel, ich habe jetzt hier Agavendicksaft, ihr könnt aber auch Ahornsirup, Reissirup, was ihr wollt, 5 Esslöffel Kakaopulver und zur Dekoration habe ich wie gestern wieder die Reissahne. Und ein paar Edelkakaobohnen. Sehr lecker. Wir machen das Ganze im Thermomix und geben 400 Gramm Seidentofu, den Agavendicksaft, Ahornsirup, was ihr auch immer möchtet, um das zu süßen. Ihr könnt das natürlich auch mit Datteln oder eine vollreifen Banane süßen. Ich nehme in diesem Fall. So, das mag der Vanilleschote hier mit rein. Vier Esslöffel. Alle zwei sind ein bisschen halbherzig. Kann ruhig schokoladig sein, ja. Das regt unsere Glückshormone an. Das ist wunderbar. Deckel drauf und los. Moment, Verhang hier. Deckel drauf. So, gestern habe ich gelernt von Melanie, dass das entscheidend ist, weil sonst müsst ihr die Küche neu streichen und das wollen wir nicht. Deckelchen drauf. Und dann kommen wir zu den Einstellungen. Und zwar wählen wir dazu Stufe, also erstmal 40 Sekunden. Ching, 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 ching. Und Stufe 10 und los geht's. So, dann machen wir das auf. Ah, so, und wie ihr seht, habt ihr da schon eine leckere Masse, die Melanie jetzt. Das sieht wunderbar aus. Und das geben wir jetzt hier in diese Schüssel und geben das dann das Ganze dann für 2 Stunden in den Kühlschrank, das richtig durchkühlen kann. Besonders zart und schaumig wird das, wenn man das nochmal vorher vorm Servieren nochmal gut durchschlägt und dann nochmal kühlen lässt quasi, dass man ein bisschen Luft unterhebt. Ja, und wir stellen das jetzt, kratzen das jetzt schön aus. Genau, und stellen das in den Kühlschrank. Bis später, Leute. Herr Lotta, stimmt's? 2 Stunden später. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil hinter mir sitzt hier eine Bande von kleinen Kindern. Die Kakaobohne einfach mit dem Messerrücken ein bisschen andrücken. Und dann das ein bisschen mit Sahne schön hochziehen, bisschen Kakaobohne drüber und fertig ist, ist das Seiden-Tofu-Muster-Schokolade. Das habe ich für die Kinder gemacht, nicht, dass ich euch hier erzähle, was mache und ihr nicht wisst, wie das schmeckt. Von daher lasst ihr jetzt mal probieren hier die Damen. So, und ihr probiert das jetzt mal. Einmal. Oh, an den. Ihr könnt schon mal probieren, diejenigen, die schon. Mehr sind. Will ich reinhaben. Ja, erstmal probieren, ob es dir überhaupt schmeckt. Weiß ich. Papa, was hast du gerade mit Damen gemeint? Meinst du alte oder junge Damen? Junge Damen, natürlich. Not mehr. Not mehr? Okay, ja. Dann hier, noch mehr. Erstmal bitte sagen. Ja, ihr seht's, ich hab's hier nicht einfach. Sein. Super. So.
Probier mal, wie schmeckt euch das? Ich hab noch gar nicht probiert. Probier mal, bitte. Und wie schmeckt das? Daumen hoch oder Daumen runter? Zeig mal. Super, beide Daumen hoch. Das ist die furchtbare Damenbande. Mein Name ist Jürgen Meckmeier, der Rock'n'Roll-Veganer aus Ostfriesland. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liege ich denn völlig daneben? Zu viele Krisen auf diesem Planeten. Man funktioniert, vergiss, was uns verbindet. Es tut weh zu sehen, wie die Menschheit erblindet. Ich merk, wie gute Laune mich versetzt. Es bleibt nur noch die Hoffnung, denn die stirbt zuletzt. Doch bevor ich hier zu Haus in meinem Schweiß ersticke, da muss ich an den Ort, wo ich das Sonnenlicht erblicke. Dann geh ich vor die Tür in den Park.